Wir sind keine Freunde, Mann. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Ich bin froh, dass du Earls Mörder... Schmeckt zwar wie warme Pisse. Ich weiß nicht, was Paul gemacht hat, aber Henry lässt mich nicht mal mehr in seine Bar. Wie geht's dir so? Ich mach nicht. Du meinst, er ist für Menschen ungeeignet? Nicht. Ja, das ist gut. Hilf deinem Freund mal. Wadim, das hatten wir doch schon alles. Hey, Travis. Mal wieder. Hi. Bin froh, dass wir dich noch nicht vergrault haben. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Sünd ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön sowas. Also, was ich so gehört habe von den Leuten in der Bar. Service rund um die Uhr. Nur in Diamond City Service. Ich will nur meine Ruhe. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Wir haben dich im Auge, auch wenn du mit Nick Valentine rumhängst. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dir vielleicht vorher bei Commonwealth Memory einigen. Service rund um die Uhr. Nur in Diamond City Service. Miss? Ich mach grad Pause. Eigentlich wollte ich auch mit dir über Travis reden, wenn du kurz Zeit hast. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich hab schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke.
Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Beruhigst du dich jetzt mal? Ich verstehe so überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kann mich nicht beruhigen. Sie haben Vadim entführt. Diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Henry lässt mich nicht mehr in die koloniale Kneipe. Hallo, was geht's? Es gab eine Entführung. Sie haben Vadim. Sag so Sachen nicht. Das ist nicht lustig. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Mach dich deshalb nicht fertig, Kleiner. Sonst kippst du uns noch irgendwann um. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay, mir ist jede Hilfe willkommen. Gut. Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich... Ich mach grad Pause. Ich lese ihn einfach mal vor. Bei John und Kathy Supersalon gibt es die neuesten Frisurentrends. Holt euch den guten... Ich muss mein Zeug zusammensuchen. Wir treffen uns da. Als nächstes... Hey.
Mal sehen, was ich tun kann. Sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... Uns passiert doch nichts, oder? Nein, wir schaffen das schon. Okay. Okay. Gut. Ich meine, ich krieg das hin. Auf jeden Fall. Hey, du schaffst das schon. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich hab sowas noch nie gemacht. Ich geh zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst.